Die Schlacht von Montebello am 9. Juni 1800. Wir benutzen das Szenario von Little Wars TV für Valor in Fortitude. Wir sehen hier die Missionskarte, die wir auch gleich auf dem Tisch wiedersehen werden. Die Franzosen treffen von Punkt A aus ein und die Österreicher von Punkt B. Missionsziel der Franzosen ist es, Rivalta, Casteggio und Casquina il Giardina anzunehmen. Rivalta und Casquina il Giardina sind einen Siegpunkt wert, Casteggio 2. Die Franzosen erhalten zusätzliche 2 Siegpunkte, wenn sie es schaffen, den Fluss südlich bei Montebello zu überqueren. Und die Österreicher erhalten 2 zusätzliche Siegpunkte, wenn sie es schaffen, die letzte Brigade und das Stricker nicht aufs Feld zu führen. Den Regeln entsprechend haben wir uns zu Beginn der Schlacht auf ein Zeitlimit geeinigt. Wir spielen gut 2 Stunden. Ihr werdet aber sehen, dass wir am Ende so viel Spaß hatten, dass wir noch eine Runde extra rangehangen haben. Wir spielen nach den Regeln Valor and Fortitude von Perry Miniatures in 15mm. Dazu haben wir eine kleine Veränderung an den Regeln vorgenommen. Wir haben sämtliche Reichweiten um ein Drittel gekürzt. Das heißt, wenn ihr nebenbei mitlesen wollt, ladet euch die Regeln runter und beachtet bei allen Reichweiten, dass wir überall ein Drittel abgezogen haben. Und jetzt viel Spaß mit der Schlacht von Montebello. Die Leichte kann auch plänken, ne? Die Leichte kann auch plänken. Die ist dann auch 8 schnell? Nee, die ist doch, die sind dann auch 8 schnell. Ne? Also du kannst, Plänkler und Angriffskolonne sind 8 schnell, Linie 6 schnell. Also 6 hiervon, das heißt, ich könnte hier rauskommen, wenn ich das wollte. Ja, genau, richtig. Und bis zu 16 Zoll. Genau, aber nicht näher als, nicht näher als 2 Zoll. Näher als 2 Zoll komme ich nicht. Mhm. Ich stelle mich hier mal mit meinen Plänklern hin. Genau. So. Genau, ich auch mal so. Das sind mehr als 2 Zoll, ja. Jawohl. Genau. So, der Baum, den kannst du ruhig verrutschen, wenn der im Weg stehen soll. Da hin. So. Und dann kommt der Rest in Marschkolonne da. Hinter, ach, jetzt siehst du, jetzt habe ich die falschen Einheiten genommen. Schieb ich die mal nach da, dann passt es wieder. Das ist nicht die richtige Einheit. Falsche Regal. Ich muss schon leichter intervenieren, sonst klappt das nicht. Genau. Sonst klappt das nicht. Wisst ihr, ich muss hier in Zukunft mal Zettel vorbereiten, wenn wir spielen. Ja, also bis jetzt hat das immer so ganz gut geklappt. So, Angriffskolonne ist ganz normal so, ne? Nee, das ist eine Marschkolonne. So, Angriffskolonne ist dann so, genau, zwei nebeneinander. Zwei nebeneinander, genau. So. Okay. So, und den General nicht vergessen. So. Für die zweite muss ich würfeln? Nein, musst du nicht. Also für die Verstärkung, die kommen immer automatisch. Achso, der erste Zug ist dann kostenfrei. Ja, genau. Ja, verstehe. Alles klar. So, das heißt, die kommen in Kolonne aufs Feld. Die sind in Marschkolonne nicht schneller als in Angriffskolonne. Der Vorteil der Marschkolonne ist allerdings, wenn du den Aktivierungswurf versemmelst, können die trotzdem einen Zug machen. Dann bleiben sie in Marschkolonne. Ja. Bleiben erstmal aufgeprotzt. Okay. So, okay, das ist mein erster Zug. Immer. Dann kommt mein erster Zug. Ja. Ich beginne mit der
Feldfaser, das Schicksal. Ich mische mal meinen Stapel und ziehe die oberste Karte. Ja. Guck mal kurz, was ich da gezogen habe. Ich habe hier drei, beziehungsweise vier Einheiten, die schießen können. Die Batterie und die drei Bataillone. Ja. Grundsätzlich muss man bei diesem Spiel immer auf die nächste, die nächstgelegene Einheit schießen. Sprich, die müssen auf die schießen. Die können sich, ja, die müssen im Grunde auch auf die schießen. Schon. Und die müssen vis-à-vis schießen. Ja. Und die Batterie muss auch auf die schießen. Ja. Ne, da kann ich also, ich kann an meinen Einheiten vorbeischießen, wenn da ein Zoll Platz ist. Ja, das passt ja. Ja, genau. Also, ich beginne mal. Ich schieße also mit den drei Einheiten auf die. Das funktioniert so, eine Einheit wird bestimmt, die eben schießt und bis zu drei Einheiten können unterstützen. Ja. Ja, ich ist es im Grunde egal, weil jede Einheit einen Würfel hat. Also ich schieße mit drei Würfeln auf deine Plänkler. Bevor du jetzt einen Würfel wirfst, brauchen wir Qualm? Brauchen wir eigentlich... Ach, brauchen wir? Das ist eine Frage, nicht? Dass du gleich also ich sag mal, ich würde sagen, wir benutzen für diejenigen Einheiten Qualm, die dann Assault Move machen müssen. Ja, okay. Also da ich hier plänkle, also für die nehmen wir jetzt Qualm. Das heißt. Genau, die können sich danach nur einmal bewegen. Also die kann nur das Heulen fahren. Mhm. Das ist auch nur vorwärts. Ja, Richtung Feind. Mhm. So. Bei Plänklern ist egal. Das heißt, ja. Dann nehmen wir keinen Qualm. Okay. Machen wir so, ne? So machen wir es. Gut. Dann schieße ich jetzt dreimal auf die. Auf die vier. Auf die vier. Die vier trifft. Oder haben wir das Plänkel noch irgendwelche Vorteile? Ne? Du, der erste Treffer ist negiert, so weil du in Plänkelformation so warst. So, zwei Treffer, das heißt, einer ist negiert. Ja, das heißt, ich bekomme einen Treffer. Sie bekommen einen Treffer. Mhm. Zack, zack. So einfach ist das. Gut, so, und jetzt schießen die noch auf die. Mit einem Würfel. Kann ich mir sparen, weil selbst wenn ich treffe, der wäre negiert, also kann da nichts passieren. So. Okay. Jetzt kommt meine Aktivierung. Da mein Befehlshaber noch nicht auf dem Feld ist, habe ich keine automatische Aktivierung. Ich beginne also mit ihm hier. Ja. Mit 3. Das bedeutet, er darf aktivieren. Ja. Ich habe auch alle innerhalb vom Kommandoradius. Der Kommandoradius des Brigadekommandeurs beträgt 8 Zoll. Die Einheiten sind also alle drin von ihm. Jetzt messe ich mal, wie nah du an mir dran bist mit deinem... Ja, so 4 und Keks, glaube ich, ne? Ich gehe mal ein Stück zurück mit meinem Plänkler. Mhm. Die Feuerreichweite für Plänkler ist übrigens 12 Zoll. Ja. So, okay. Gut. Die Artillerie könnte ich jetzt ein Stück nach vorne ziehen oder gar nicht bewegen. Mhm. Das bleibt sich 1. Ja, das bleibt sich 1, genau. Und die. Ja, ich ziehe sie mal so ein bisschen nach vorne. Mhm. Gut, dann die Reiterei, die könnte jetzt sogar einen Angriff wagen. Ja. Wobei ich muss, gemäß Spielregeln, muss ich mit den Assault Moves beginnen. Also dann, ich mache einfach jetzt mal einen Angriff. Ja, einfach so, weil ich es kann. Die machen Assault Move, also die Reiterei hat eine Bewegungsreichweite von 12 Zoll. Mhm. Man darf eigene Einheiten durchdringen, vorausgesetzt, sie gehören zur selben Brigade. Mhm. Sonst nicht, da das ja eine Brigade ist. So, die machen einen Assault Move und machen eine Attacke auf deine Plänkler. Mhm. Kann ich darauf reagieren irgendwie? Nein. Nicht, ne? Mhm. Kann ausweichen oder was? Nein, gibt's nicht bei dem Spiel. Okay. So, gut, das war die Brigade. Ja. Die ist jetzt durch. Dann kommt als nächstes. Genau, der Spaß da hinten. Da hinten die Brigade. 5, das heißt, die dürfen voll bewegen. Die machen nämlich ein Manöver, ne? Die machen ganz normales Manöver. Die haben auch eine Bewegungsreichweite von 8. Ja. Allerdings, weil sie auf der Straße marschieren, kriegen sie dann noch 4 Bonus, weil sie in Marschkolonne sind. Ne? Also marschiere ich erstmal bis an die Ortschaft hier ran. Und dann habe ich nochmal 8. Voilà. So, die können 12. Und dann sind sie innerhalb von 2 Zoll von der Ortschaft.
Und mit der zweiten Aktion gehen sie in die Ortschaft rein. Mhm. Mit meiner Bewegungs- oder mit meinen Aktivierungen durch. Jetzt kommt der Nahkampf. Das kommt die Nahkampfphase. Mhm. Gut. Du hast französische Infanterie, leichte Infanterie. Mhm. Die hat einen Nahkampffaktor von 4. Ja, das ist korrekt. Gut, das heißt, du würfelst 4-mal auf die 4. Mhm. Ich habe österreichische Husaren. Die haben einen Nahkampffaktor auch von 4. Mhm. Aber die kriegen einen Bonus von 1, weil sie in Kolonne sind. Also würfel ich mit 5 Würfeln. Mhm. Und da ich noch komplett frisch bin, also noch keine Verluste habe, kriege ich einen plus 1 auf den Würfel. Mhm. Das heißt, ich würfel 5-mal auf die 3 und ich würfel 4-mal auf die 4. Ich fange mal an. Ja, ja, mach das. So, das sind 2 Treffer. Nur 2 Treffer. Das ist natürlich nicht so viel. Das ist korrekt. So, du kannst jetzt 4-mal auf die 4. Ja, auf die 4, ne? Ja. Okay. Dann machen wir auch 2 Treffer. So, das heißt, wir haben Gleichstand. Mhm. Da du aber in Plänklerformation bist und den Nahkampf verloren hast, ist deine Einheit automatisch vernichtet. Das ist relativ einfach. Ja. Jetzt kriege ich einen Fortitude-Marker, ne? Jetzt kriegst du, kriegst du 2 Fortitude-Punkte für die Brigade. Du kriegst pro angeschlagene einen und dann den zweiten dafür, dass sie geflohen sind. Mhm. Ne? Also kriegst du deinen Brigadekommandeur eine 2. Gut, damit ist Runde 1 durch. Mhm. Okay, gut. Runde 2. Runde 2. Ich nehme eine Karte. Genau, du kriegst mal ganz kurz, welche das wohl ist. Ja. So, wir schauen mal, ob du Verstärkung bekommst. Ja. In Runde 2 bekommst du deinen Armeebefehlshaber Lann und Maionis Brigade. Maionis Brigade besteht aus 3 Linien und einem. Das ist die Truppe. Okay. Das ist ein Husarenregiment, 3 Linien. Das ist ja genau das, was ich gerade brauche. Und das ist hier dein. Genau, das ist der Chef vom Landesflimmer. Okay, müssen die zuerst ziehen oder ist das egal? Jetzt wird erstmal gefeuert. Ja, ja, genau. Das ist viel wichtiger als alles andere. Richtig. Okay, gut. Dann gehen wir mit dem Feuer noch einfach mal. Die in Marschkolonne können nicht feuern. Ja. Die da hinten. Die müssen auf das nächste Ziel feuern. Ja, das sind die Husaren. Das heißt, du benutzt. Wie weit schieße ich denn eigentlich? Also wenn du plänkelst, also wenn du Seitenfeuer schießt, schießt du 8 weit. Ja. Wenn du plänkelst, schießt du 12 weit. Mhm. Bei Kolonnen ist es so, das nimmt sich nichts. Du hast du hast einen Feuerfaktor von 3. Ja. Und wenn du in Kolonne bist, wird er halbiert, abgerundet. Das heißt, du hast einen Feuerfaktor von 1. Das heißt, du kannst... Ich kann auch plänkeln. Ganz plänkeln. Ist nicht schlechter als ja, der Rest. Genau, ne? Richtig. Genau. Okay. Können die hier durch auf die Ortschaft feuern? Nein, weil das ist schwierig. Es müsste mindestens 1 Zoll Platz sein. Genau. Und also die Ortschaft ist definiert durch das Haus, ja, die Grenze. Ja? Okay, das heißt, wir haben es ganz einfach. Die müssen auf die Ortschaft feuern. Die müssen auf die Ortschaft zusammen mit denen. Die hier ebenfalls. Das heißt, die beiden feuern auf die Ortschaft. Ja. Und die hier feuern auf die dort. Richtig. Die können alle nicht, die darf nicht, alles gut. Genau. Richtig. Wobei, also hier auf die Ortschaft den Schuss kannst du dir schenken, weil auch die du kriegst einen Malus von 2, du kriegst einmal einen Malus von 1 für die Ortschaft ja. und dann noch einen Malus für leichte Truppen. Das heißt, die ersten beiden Treffer werden negiert. Achso, leichte Truppen ist grundsätzlich, hängt nicht von der Formation ab? Doch, also leichte Truppen in Plänklerformation oder in der Ortschaft. Ja, kriegst du halt einen Malus von 1. Okay. Und die Ortschaft generell gibt nochmal einen Malus von 1 beim Schießen.
Also hast du im Grunde einen Schuss auf Lenkelfeuer auf meinen Husaren und der trifft dich nicht. Nein, wieso? Hervorragend. Gut, das war diese ganze lästige Schussphasengeschichte. Genau, und jetzt kannst du... Jetzt kann ich mir ja überlegen, ich kann auch die zuerst bewegen, ne? Oder muss ich zuerst die... Nee, du kannst auch die zuerst bewegen. Es ist ja so, du hast deinen Befehlshaber noch nicht auf dem Feld. Das bedeutet, du hast keine automatische Aktivierung, sondern du musst würfeln. Genau. Gut, das heißt, ich behalte den Würfel einfach mal. Mhm. So. Okay. Das heißt, ich aktiviere zuallererst mal hier die vordere Brigade. Jawohl. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Okay, das war die Bewegung. Jetzt kommt der Nahkampf. Richtig, jetzt kommt der Nahkampf. Okay, wir haben eine Einheit, die angreift. Du hast eine Einheit, die angreift. Die hat einen Nahkampffaktor von 4. Ja. Angriffskolonne plus 1. Mhm. Und dann noch 3 Unterstützung. Das heißt, du hast insgesamt 8 Würfel. Ja. Du schießt also 8-mal auf die 3, weil du noch frisch bist. Normalerweise 8-mal auf die 4, aber da du frisch bist, 8-mal auf die 3. Das klingt sehr gut. Das gefällt mir hervorragend. 1 zufällig, 2, 4, 6, 8 Würfel. Verrückt. Wie abgezählt. Okay, auf die 3 haben wir gesagt. 8 mal auf die 3. Warte mal, habe ich irgendwas total Cooles, was ich machen kann? Ich glaube nämlich schon. Der erste Eintreffer wird negiert, weil ich in der Ortschaft verteidige. Und der zweite, weil du leichte Truppen hast? Nein, das geht nur für den Feuerkampf. Hervorragend. Also 8 mal auf die 3, einer wird negiert. Ja, und dann kannst du noch, wenn du irgendwelche Karten hast, kannst du die natürlich noch spielen. Ja, okay. Gut, das auch. 8 mal auf die 3, dann nehmen wir doch. Also 4 Treffer. Nehmen wir doch 4, also 3. 3 Treffer, genau. Mhm. So sieht es aus. Jawohl. Na, das geht ja noch. Ja. So, ich verteidige. Meine Grenze haben einen Nahkampffaktor von 3. Mhm. Ich bin eine Garnison, kriege ich einen dazu. Ja. 4 und dann habe ich noch 2 Unterstützungseinheiten. Ja. 6. Okay. Und ich bin auch noch frisch, also weil wir ja simultan kämpfen. Mm-hmm. Ne, zählen die Treffer jetzt noch nicht. 3, ne? Also 6 mal auf die 3, ne? 2, 4, 6. Natürlich. 1, 2, 3, 4, 5. Junge, Junge. Das heißt, du kriegst, es ist jetzt so, du kriegst 4 Treffer. Ja. Weil du einen Tenacity, also du hast eine Widerstandskraft von 4. Tenacity, ne? Ja. So, und bist jetzt einen drüber. Ja. Und für diesen einen drüber musst du jetzt einen Moraltest machen. Ja, genau. Das ist der Tenacity, nee. Da würfel ich auch eine 4. Das ist ein Valor-Test, Valor-Test heißt das. Valor. Ja, genau. Plus 1 und weiter weg, plus 1. Okay, das heißt, normalerweise eine 4 plus, ist aber eine 3 plus, weil ich innerhalb von 12 Zoll zu machen General. Nein. Warum nicht? Das ist beim Lawman. Achso, wir machen Weller. Ja, du hast ja, wir machen Weller-Test. Ne? Du hast ja vollkommen recht. Okay. Also wenn du den Nahkampf gewonnen hättest, ja, dann hättest du plus 2 gekriegt. Ja. Aber ich nicht ganz. Nee, du hast ihn verloren. Mhm. Und jetzt also schlicht und ergreifend ist auf die 4, genau. Jo. Jo, hey. Okay. Wir geben dir mal hier so ein... Die sind angeschlagen. Ne? Sind angeschlagen. Mhm. Das bedeutet... Weil die jetzt angeschlagen sind, kriegt der Brigadekommandeur noch einen Punkt. Noch einen Punkt. Mhm. Und ist damit seinerseits angeschlagen. Ja. Der ist bei 4 auch raus schon, ne? Oder na gut, bei 4 muss er, bei 4 muss er einen Test machen. Bei 4 muss er testen. Das ist im Grunde analog zu den Einheiten. Mhm. So. Also. Gut. Das bedeutet für ihn in der nächsten Runde, wenn er für Aktivierung würfelt, kriegt er einen Malus von 1. Weil er angeschlagen ist. Jawohl. Gut.
Dann bist du fertig. Dann bin ich durch, ja. Dann kommt meine Runde 2, ne? Ja. Ich beginne, damit eine Karte zu ziehen. Mhm. Mal gucken, was das ist. Ich schieße mit meiner Batterie auf deine Kavallerie. Ja, das dachte ich mir schon. Du bist innerhalb von 8 Zoll. Du darfst ganz Kartätschen schießen. Ich darf Kartätschen schießen, genau. Und zwar bedeutet das, dass ich meine, dass ich einen Würfel dazu kriege. Sekunde mal. Ja, das ist nachvollziehbar. Canister. Its Fire Value ist doppelt, also von 1 auf 2 verdoppelt. Mhm. Ich würfel mit 2 Würfeln. Mhm. Darüber hinaus bist du in Kolonne. Das bedeutet, da kriege ich ein plus 1 zum Würfel. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das heißt, ich schieße 2-mal auf die 3. Ja, okay. Ne? Moment, halt. Falsche Würfel? Nee, ich gucke gerade hier, ob die. Achso, ob da was näher drin ist. Die können nämlich unterstützen. Ja. Das ist auch das nächste Ziel für die. Das heißt, die Plänkler unterstützen auch die Arterie beim Feuern. Das heißt, sind die näher dran als die da hinten? Das ist natürlich eine. Stimmt, das ist eine berechtigte Frage. Die sind nicht im Nahkampf. Ja, die sind nicht im Nahkampf. Nee, da hast du recht. Da darf ich das nicht. Du hast recht. Sorry. Ja, gut also, gepasst. Zweimal auf die was? 3. Zweimal auf die 3 auf die Kavallerie. Jawohl. Paff. Jawohl. 2 Treffer. Jawohl. Läuft doch. Mhm. So, dann haben wir genau das, was du eben gesagt hast. Die schießen auf die Kolonne. Mhm. Einmal auf die 4. Mhm. Ja. Wie es Blitzen machen. Ja. Ja, 4 ist oder 1, ne? Ja, sieht so aus. Ne? So, die Plänkler kann ich mir schenken. Ja, ein Schuss, der nichts bringt. Genau. Genau. Und die im Nahkampf sind, dürfen nicht schießen. Ja. So. Das heißt Bewegung. Bewegung. Ich beginne mit der Brigade, die dort im Kampf steht. Mhm. Ja. Ah, hervorragend. Das heißt, die dürfen komplett nicht bewegen. Das ist aber schade. Das ist genau das, was ich mir erhofft habe. Gut, das glaube ich. Dann die Brigade dort. Ja. 2, immerhin. Das passt aber. Gut, dann ziehe ich die mal. Okay, dann kommen wir jetzt zum Nahkampf. Ne? Genau. Ich kämpfe jetzt gegen dich im Nahkampf. Ja. Ne? Du hast wieder wie eben. Geschütze, aber ich bin angeschlagen. 8 Würfel, ne? Hattest du. Ja. Da du aber angeschlagen bist, kriegst du einen Malus von 1. Das heißt, du würfelst 8-mal auf die 5. Okay, also ich krieg nicht mehr plus 1, weil ich frisch bin, sondern minus 1. Minus 1, weil du angeschlagen bist. Also 8-mal auf. Beziehungsweise ich muss eigentlich anfangen als Angreifer, aber es ist ja genau. Simultan. Dann fängst du auch an. Okay, dann fangst du an. 2 muss sein. Gut, also ich habe 1, also ich habe 3, Garnison 4, 5, 6. 6-mal auf die 4. Ne? Mhm. Da ich ja noch frisch bin. Also nicht frisch, aber noch nicht angeschlagen. Ja. 6-mal auf die 4. Das sind 3 Treffer. Genau. Okay. Perfekt vermischt. Das heißt, kann man schon mal merken, du machst gleich 3 Moraltests. Ja, das machen wir. Mhm. Und du jetzt 8-mal auf den 5. Ja, komm schon. Ah, guck mal, der eine Kippel, den darf ich doch bestimmt noch mal. Klar. Auch 3. Auch 3. Immerhin. Gut, da ich aber in dem Fall der Angreifer bin, gewinnst du. Gewinne ich. Mhm. Ja, das heißt, ich krieg einen Treffer. Und bin damit angeschlagen. Und jetzt bin ich. Und für die anderen beiden Treffer muss ich 2 Moralchecks machen. Ja, gut, okay. Ich mache 3 Stück. Du machst 3 Stück, 3-mal auf die 4. Kein Problem. Boah. Und ich mache 2-mal auf die. Ich habe den Nahkampf gewonnen, deshalb. Plus 2. Plus 2, richtig. Ja. Also auf die 2. 2-mal auf die 2. Na gut. Nö. Das nenne ich unfair. Oder? Ich habe halt einfach Rückenwind.
Ja, das aber ich habe. Aber ich habe eine Karte. Eine Karte, die ich jetzt auch einsetze. Was? Ja. Das gibt's ja aber nicht. Doch, warte mal. Ich spiele die 8. Damit habe ich den Test bestanden. Ah, okay. Ja? Ja. Gilt übrigens für einen Test, wenn ich jetzt beide versemmelt hätte, dann. Ja, einer. Also es ist immer nur für einen Test. Okay. Alles klar. Gut. Gut, das heißt. Es passiert sonst nichts. Ne? Wir sind beide angeschlagen. Genau. Es übertragen sich keine Punkte irgendwo hin. Ich krieg jetzt für meinen Brigadenkommandeur. Ne? Ja, weil du angeschlagen bist. Genau. Einen Punkt. Bei mir hat sich nichts noch mehr verschlechtert. Genau. Bis zuvor. Gut, ich bin dran. Du bist dran. Du beginnst mit der Runde 3 eine Karte ziehen. Genau. Oh, das ist eine schöne Karte. Eine schöne Karte. Ja, ne? Ja, die möchte ich gerne gleich spielen, wenn die dran ist. Du beginnst jetzt erstmal mit Feuern. Genau, ich beginne mit Feuern und das hört sich total großartig an, das mache ich auch total gerne. Wie sieht es hier mit Überschießen aus? Über den Überschießen darfst du. In dem Spiel darf nicht überschossen werden. Das heißt, aber du kannst die Einheit feuern, oder? Du kannst aber vorbeischießen. Ja, passt gerade so. Okay. Das heißt, die müssen auf die schießen, aber. Nee, die können nicht schießen. Dürfen Sie dann auf die schießen? Wir haben dann 45 Grad Winkel. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eng, ne? Warte, ich habe ja hier so einen Schuss. Das ist doch ein Winkel, genau. Genau, gucken wir einfach mal. Warte mal, welcher? Ja, da war das. Ja, das wird nicht. Ja. Doch, geht. Okay, alles klar. Das heißt, die und die schießen auf die dann? Richtig. Dann würde ich dir jetzt empfehlen, die Artillerie als Führende zu nehmen, weil dann kriegst du nämlich einen Bonus, weil ich in Kolonne bin. Das klingt für mich leider selber eine Idee. Ja, ne? Ja. Das heißt, dann schießt du viermal auf die 3 statt auf die 4. Viermal auf die 3 hört sich schon mal an. Bei wenigsten Reichweite ist es allerdings nicht. Sehr brauchbar an. Viermal auf die 3. Ja, klar. Zack, zack, 3 Treffer. 3 Treffer, so. Das heißt. 4 und 1, ne? Erst, nee, die haben eine. Ach, die haben eine höhere Ausdauer, ja? Nee, die geringere. Ach, das ist nur noch der. Die haben also Ausdauer von 3. Okay. Sind damit angeschlagen, ja. Kriege ich hier einen Punkt. Und zwei Moraltests. Und zweimal Moraltest, allerdings kriege ich ein plus 1, weil das in der Feuerphase passiert. Ja. Das heißt, ich würfel zweimal auf die 3. Okay. Ja, bestanden. Kein Problem. Okay, hervorragend. So. So, das war das. Und hier kommen wir uns. Das können wir uns sparen. Ja. Und das hier hat sicherlich auch überhaupt keinen Zweck. Ne? Sie haben ja damit drauf geschossen. Ja, richtig, hast du vollkommen recht. Ja, okay, dann war das diese Feuergeschichte. Ja. Dann kommt jetzt, kannst du jetzt aktivieren. Dann kommt jetzt die Aktivierung. Dann nehmen wir doch nicht die Würfel weg. Achso, ja, stimmt. Ich will nicht, dass du aktivierst. Du hast also eine automatische Aktivierung. Ja, das ist diese Brigade. Jawohl. Charge! Okay. Die greift jetzt an. Und zwar hier, aber richtig. Okay. So. Das war die Bewegungsphase. Stimmt. Und dann kommt jetzt die Melee-Phase. Richtig. Und dann möchte ich gerne eine Karte benutzen. Ja. Und zwar möchte ich gerne die Karte mit der Dame benutzen. Das heißt? Und dann möchte ich gerne der kompletten Brigade, die da hinten im Nahkampf steht, also den Flanklern und den Leuten, die an der Stadt dran sind, ja, ein plus eins zur Attack Value geben. Ist klar. Für alle Einheiten aus dieser Brigade. Dann mach das so. Das mache ich auch. Dann legen wir die Karte, schmeißen wir die Karte weg. Genau. Und wo willst du denn anfangen? Wir fangen mit dem Lenker an. Das ist einfach. Du hast 4 plus 1, also 5 mal auf die 3, weil du noch frisch bist. Ja. Und ich habe 3
dreimal auf die drei würde ich noch durchspielen. Okay. Hoppala. Das sind 5 Treffer. Oh Gott. Super. Gut. Vorwärts. So, das heißt, ich muss da gleich 2 Moralchecks machen. Ja. Das geht gut für mich. Weil ich. Ah, nee, gar nicht. Einen Moralcheck muss ich machen. Ich habe ja Tenacity von 4. Mhm. Also einen. So. Und ich würfel dreimal auf die 3, ne? Genau. Nur einen. Das nehme ich gerne in Kauf. Das glaube ich. So, ich mache jetzt den Moralcheck. Ja. Einmal auf die 4. Na komm. Ja. Yep. Kann man auch gehen. Wobei, jetzt habe ich hier. Moment, 1, 2, ne? Hatte ich schon eingestellt, ne? Mehr, ja. Ne, 3 müssen. Der muss jetzt auf 3 sein. Der hat jetzt 3 angeschlagen. Einhalten. Der ist jetzt auf 3. Das bedeutet für ihn, ne? Dass er also auch angeschlagen ist. Ja. So, dann. Okay, gut. Jetzt der Kampf um die Stadt. Der Kampf um die Stadt. Schreiben wir den ganzen Spaß mal. Genau, du hast da 1. Du hast da 4, Kolonne 5, 2 Unterstützung, 7. 7 mal auf die 5. Ja, plus 1 für die Karte. 8 mal auf die 5. 1, 2, 3. Immer halt Treffer, das ist gut. Das heißt, das merken wir uns mal, dass ich die Moralchecks machen muss. Ich habe 4, 5, 6 mal auf die 5. Ne? Mhm. 5 für die Stadt, ne? Also. 4 normalerweise? 5? Nee, ich habe nichts, klingt gar nicht. Ich habe 3 normalerweise, 4 also, für die Stadt. Ja. Ach nee, ich habe nur noch einen Support. Ja. Die sind ja gebunden. Also 5, genau. Jetzt hat stimmt. Die zählen ja nicht mehr mit, weil die ja einen eigenen Nahkampf haben. Mhm. Also 5 mal auf die 5. Mhm. Einen glorreichen Treffer. Okay. Gut, das heißt, ich muss einen Moral jetzt machen. Ich mache erstmal meine. Bitte. Wie viel hatte ich? 3, ne? 3. 3 mal auf die 4. Und du einmal auf die 2, weil ich den Nahkampf gewonnen habe. Ja. So, den zweiten kann ich sehr gut. Ja, ich sehe das, ja. So. Das ist eine schöne Sache. So, dann. Das ist eine schöne Sache. Das bedeutet jetzt, dass ich mit dem Brigadekommandeur, der ist jetzt der kriegt jetzt einen weiteren Punkt oben drauf. Ja. Das heißt, der muss jetzt einen Fässertest machen. Ja. Ne? Also der würfelt jetzt einmal auf die 4. Ja. 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 Der bleibt stehen. Das passt. Gut. Gut, dann machen wir den zweiten Nahkampf. Die Kavallerie. Mhm. Du hast dort. Ich habe da Husaren. Ne? Die haben 4 Würfel. Die haben 4, genau. 4. Du kriegst allerdings. 2 Unterstützung. 2 Unterstützung, da bist du bei 6. Mhm. Und muss, weil ich in Kolonne bin irgendwie, ne? Genau, bist du bei 7. Ja. Und da kommt auch, weil es kommt noch was dazu, das weil du dann die Flanke angreifst. Ja. 7 Sekunden. Ich guck mal. Outflank. 7 mal auf die 3. Also du kriegst dann plus 1 zum Würfel dazu. Also okay. 7 mal auf die 3. 7 auf die 3 hört sich machbar an. Ja. Dann nehmen wir doch 6. Also ich mache 6 Moraltests. Puh, ach stimmt, weil du ja schon angeschlagen bist. Genau. So, und ich habe 4, ja. Kolonne 5, ja. Bin aber, du greifst mir in die Flanke an, das heißt, das... Dann habe ich ja schon einen Bonus gekriegt, ne? Ich habe noch einen Malus. Und du bist angeschlagen? Also ich krieg 2 Würfel Mali. Oh je. Also ich treffe da nur noch auf die 6. Oh je. Also einer geht wenigstens. Nee. Oh. Okay, das heißt, ich mache dir keinen Treffer. Wie viel hast du mir gemacht? 6. 6. 6 mal auf die 4. Das muss ja klappen. Mindestens. Mhm. Ja, knapp daneben, würde ich sagen. Naja, sie waren stets bemüht. Aber hat irgendwie dann doch nicht geklappt. Ne? Mhm. 6 mal auf die 4. Oh. Das heißt, mein Brigadekommandeur kriegt noch einen. Oh, oh. Brauchst du noch einen neuen Marker? Nee, ich muss jetzt einfach noch einen Test machen. Also, du musst noch einen Fortitude-Test machen. Genau, ich mache jetzt noch einen Fortitude-Test auf die 4, weil ich wieder einen Punkt verloren habe. Allerdings habe ich halt, ich habe noch 1, 2, 3 Einheiten in der Brigade. Ja. Das hat man vorhin auch vergessen. Da kriege ich einen plus 1.
vier, also drei bis vier Einheiten, die noch auf dem Feld sind, kriege ich ein plus 1. Siehst du das bei Fortitude? Bei Fortitude. Ach, Würfel. Unrouted. Hm? Ja, unrouted. Die sind ja unrouted. Routed heißt... Nein, nee, Wavering ist angeschlagen, routed ist vom Feld. Ja, also genau. Das heißt, also ich würfel jetzt einmal auf die 3. Ja, mach mal. Ja. Jo. Das heißt, die Regale bleibt weiter auf dem Feld. Na, das gibt's ja wohl nicht. Werden sich tapfer. Dreisten Kerls. Ha! Die Ortschaft kann ich jetzt nicht im Sturm nehmen, weil ich dich besiegt habe, sondern das passiert in meiner normalen Bewegung. Nein, ist, ne? Die kannst du besetzen. Nein, das, ist, das ist eine Ausnahme. Wenn du eine Garnison besiegst, okay, dann willst du wahrscheinlich das besetzen hier, ne? Ja, dann mache ich mit und ich glaube, die sind dann auch durch für heute, die Jungs. Du kannst sie auch sammeln, ne? Ja, erstmal muss ich das da aufklären jetzt da vorne. Okay. Okay. Sehr gut. Das heißt... Das lief doch ganz gut, oder? Das lief doch genauso, wie ich es mir erhofft habe. Ja, kurz auf. Fast noch ein bisschen besser. Schön, das freut mich. Ja, das heißt, jetzt bist du dran mit deiner Runde 4, glaube ich. Nee, Runde 3. Runde 3 erst. Runde 3, ja. Ja. Jetzt kriege ich noch Verstärkung. Ja, Runde 1 und 2 habe ich keine Verstärkung, richtig? Sondern kriege ich Verstärkung. Ich beginne mal damit, eine Karte zu ziehen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich mit meiner Artillerie schießen will oder ob ich danach gleich abbauen will. Das ist hier die Frage. Ne? Du lernst mit beides. Nee, das geht ja nicht. Das Problem ist, wenn ich... Ja, du kannst nur vorwärts dann. Ne? Ja, da kann ich nur vorwärts mit denen. Ach, weißt du was? Ich schieße. Okay. Und zwar ist deine Kavallerie in Kartätschenreichweite. Ja, das klingt nicht so gut. Das heißt, ich kriege 2 Würfel. Ja. Dann bist du in Kolonne, kriege ich ein plus 1 zum Wurf. Und dann schieße ich hier noch in die Flanke, kriege ich noch ein plus 1. Wird nicht besser, ne? Nee, ne? Das heißt, ich würfel zweimal auf die... Die kann sogar unterstützen, ne? Genau, das heißt, ich dreimal auf die 2, wenn ich das richtig sehe. Den Schuss muss ich mir doch gönnen, oder? Gönn dir, Michael. 1-2 Treffer, naja. Okay, gut. Das heißt, die sind dann auch angeschlagen und müssen einen Test machen. Genau. Die kriegen allerdings ein plus... Plus 1, weil es in der Feuerphase ist, das heißt einmal auf die 3. Jupp, kein Problem. Gut. Gut, dann kommt jetzt Bewegung. Mhm. Wer darf es denn sein? Ich beginne mal mit dem Pendler. Ja. Da musst du jetzt nicht testen, was der erste ist, ne? Aktivieren. Achso, aktivieren, natürlich muss ich testen. Ja. Und zwar auf die 3. Auf die 3, weil. Die Brigade angeschlagen. Ach, stimmt, dein General ist noch gar nicht auf dem Feld, ne? Nee, der kommt erst die Runde. Ja, das ist natürlich. Das heißt, um zu aktivieren, brauche ich eine 3 plus. Ja. Oh. Das ist jetzt das zweite Mal, dass sie nicht aktiviert, oder? Das könnte jetzt ein übles Ende nehmen. Ja, ich fürchte es auch. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Dann ist das halt so. Gut, dann. Gut, der nächste will. Ja, dann. Die Brigade lasse ich erstmal so stehen, wie sie ist. Mhm. Und dann gucke ich mal, was ich an Verstärkung bekomme. Mhm. Was hat man gesagt? 16 plus 2 mal 4 sind 24. Ja, ne? Aber leider, ja, kam es zu einer kleinen Verzögerung auf deinen Nachschubwegen. Okay. Die bewegen sich alle nur um die Hälfte dieser Runde. Sehr nett, sehr freundlich. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Also, das heißt... Ich bin wieder zu gut gekocht. Ja, ja. Also habe ich dann... Ach, eine Bewegung plus 4 plus 12, ja. Ja, genau. Schön, dann haben wir einen Nahkampf. Hervorragend. Naja, es geht so. Also ich habe 3 mal auf die 5 und du hast 4 mal auf die 4. Das klingt sehr gut. So machen wir das. Ich habe sogar plus 1, weil die unterstützen die jetzt. Ne? Ja, das ist wahr. Da hast du sogar 5 mal. Das ist wahr. Das ist gut. Ja. 3 mal auf die 5. Mhm. Ein Treffer. Na. Super. So, und 5 mal auf die 4. So, 5 mal auf die 4, genau. Auch nur ein Treffer, ja. Ja, schade, Marmelade. Gut, dann stehe ich sogar noch. Das heißt, du musst trotzdem Moral machen, ne? Aber mit plus 2, weil ich den Nahkampf gewonnen habe. Hast, weil das war unentschieden, ich bin der Angreifer. Weil du deine aktive Runde bist, ja. Ja, genau. Das heißt, einmal auf die 2. Ja. Ja.
Ich habe sie schon wieder gesehen. Ja. So nichts, Kamerad. Verstehe, okay, gut. Gut, dann. Dann war es das wohl. Jawohl, dann bin ich da durch, dann ist Runde 4. Gut. Runde 4, das heißt, ich kriege keine neuen Verstärkungen. Nein, ab Runde 5 darfst du würfeln. So ist es ja richtig. Ja. Karte habe ich genommen. Was haben wir denn da Schönes? Okay, das klingt ganz gut. Okay, Schussphase. Schussphase, genau. Das haben wir ja alles. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal irgendwie eine Kanone, die irgendwie auf die nächste seine Kanone schießt. Ja. Das sind, warte mal, pass auf. Das sind 15,4 oder 15,3 und das sind 15, ja, was ein bisschen weiter. Das heißt, die da ist die nächste Einheit. Okay. Das war gar nicht schlimm, das heißt, die unterstützen auf jeden Fall. Die unterstützen mit Blänkefeuer. Die auch und dann die, ne, die ist die ja nicht. Mehr. Ich nehme an, den einen Schuss, darauf kann ich mir auch sparen, ne? Wieso? Nee, kannst du machen. Achso, ich dachte, bei abgeprotzten Arterien ist auch so. Okay, das heißt, Arterie lange Reichweite. 1, 2, 3 Einheiten, die unterstützen, ne? Dreimal auf die 4. Das könnte doch fast was werden. Mhm. Auf die 4, ein Treffer. In dem einen. Der wird negiert. Weil ich ein Blänkerformation bin. Genau, weil du leicht gedrückt bist. Richtig. Okay, gut. Da hinten haben wir nichts zum Schießen. Aber wir haben den Schuss hier. Genau, einmal auf die 4. Ja, ein Treffer. Jawohl. Dann war es das. Gut, alles klar. Aktivierung. Okay, das war die Bewegung, ne? Ja. Nahkämpfe haben wir dann entsprechend nur zwei. Womit zu anfangen? Wir fangen mit dem Blänkler da hinten an. Die haben eine Unterstützung. Also haben die fünfmal auf die 4. Fünfmal auf die 4. Kannst du haben, bitteschön. Drei Stück. Und ich habe dreimal auf die 5, wenn ja. Ich richtig sehe, ne? Ja. Du hast mir drei Treffer gemacht. Ja. Wenn ich es merken, muss ich vielleicht drei Tests machen. Mhm. Auch zwei Treffer. Aber ich bin Angreifer. Ja, du, es passiert dir sowieso nichts, weil du kriegst zwei Treffer. Bist ach, du hast die fünf, ja. Bist angeschlagen damit. Ja, alles gut. Aber wenn ich noch einen mehr gemacht hätte, noch Treffer, dann würdest du einen Moralcheck machen. So, ich muss jetzt drei Moralchecks machen. Ja, ist vollkommen richtig. Dreimal auf die 4. Ja, das war's. Das ist ganz hervorragend. Die haben wir schon lange ausgehalten. Ja, die haben ihre Schuldigkeit getan, denke ich. Ja, denke ich auch. So. Moment. Jetzt muss ich gerade mal. Einmal kurz hochrechnen, was jetzt alles noch passiert. Zwei, ja, genau. Das erste, was passiert, der geht wieder hoch auf 3, dein Brigade. Weil ich wieder angeschlagen bin. Weil also du eine angeschlagene Einheit hast. Verkrafte ich. Und damit ist er auch wieder angeschlagen. Naja, so viel Zeit muss sein. Es wird schnell weggeatmet. Ich weiß. Und ich muss jetzt noch einen Test für meinen Brigadekommandeur machen. Ja, genau. Der jetzt eine Einheit wieder verloren hat. Einmal auf die 4. Ja. Nö. Das heißt, die Brigade löst sich auf. Das passt sich gut. Sparen wir uns einen hässlichen Nahkampf für dich. Naja, ich weiß nicht, ob der sehr hässlich geworden ist. Doch. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ich weiß. So, das heißt, du hast deinen ersten Siegpunkt. Yes! Weil du eine Brigade von mir zerschlagen hast. Ja, aber es durfte vor einer Weile nicht keiner, ne?
Nee, du hast jetzt zwei Siegpunkte, genau. Du hast das war doch einer, ne? Nein, das einen für den einen Siegpunkt für das Dorf. Ja. Und einen Siegpunkt für die Brigade. Ich stelle den Brigadekommandeur da mal hin. Ich stelle hier einfach mal einen Würfel hin. Ja. Zwei. Zwei. Genau. Hervorragend. Läuft, ne? Ja. Aber du führst aktuell nach Punkten, ne? Genau, ich habe drei Punkte. Drei, ja. Weil ich die beiden Ortschaften noch habe. Skandalös. Super, ne? Ja. Naja, doch. Eigentlich schon. Gut. Okay, dann ist meine Runde um. Deine Runde 4, 5, 4. Keine Ahnung. Deine Runde. Meine Runde, genau. Ich aktiviere automatisch. Ach ja, erstmal eine Karte ziehen. Genau, erstmal eine Karte ziehen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So. Ich beginne mal. Jetzt kommt der Masterplan. Jetzt, genau. Jetzt schieße ich erstmal mit meiner Artillerie. Was? Die hier. Skandal. Das ist übrigens eine schwere Artillerie. Die kriegt also ein Plus 1. Die hat eine die Reichweite ist 4 Zoll mehr als bei den normalen. Also okay. Die normale hat 36, also die 40 Zoll. Und ich kriege ein Plus 1 zum Wurf. Und da du schießt auf die Kavallerie, da du in Kolonne bist, kriege ich ein Plus 2. Also dann einmal auf die 2. Feuerio. Treffer. Das heißt, du machst einen Moralcheck, auf die 3. Ja. Nein. Ha. Ah, Merde. Nimm dies. So, das heißt, der. Der kriege ich mit 2. Genau. Aber da ist noch alles gut. Richtig. Rausgeschossen, Alter. Ja, mit meinen 12. Diese hinterlistigen Österreicher. Nimm dies. Das war nicht besonders ritterlich gewesen. Ich weiß. Aber irgendwie muss ich auch mal machen, so was heißt. Also, eine komplette Kavalleriestreit macht da hingefegt. Ja. So, dann aktiviert, da kommt jetzt meine Aktivierung. Mhm. Ich aktiviere jene Brigade automatisch. Ja. Ja, das war's. Dann ich könnte jetzt noch mit dem hier was machen, wenn ich wollte. Ja, mach doch mal. Nö, mache ich aber nicht. Ich bin da eigentlich so recht zufrieden. Ach. Mit der Lage. Runde 5. Etwas kommod, der Herr. Genau. So, okay. Du kannst erstmal eine Karte ziehen. Ich ziehe eine Karte, genau. Richtig. So. Nuklearer Erstschlag steht hier drauf. Was hat das zu bedeuten? Nichts. Das ist eine Karte für die Zukunft. Verstehe. Verstehe. Schade eigentlich. Hätte ich gerade gut gebrauchen können. Ja. Okay. Ich musste erstmal Ordnung anbringen in die Herrschaften. Also soziales. Ich glaube, warte mal. Zu feiern habe ich nichts. Warte erstmal wegen der Verstärkung. Achso, ich würfel jetzt schon die Verstärkung. Guck gerade mal, wann, was hier steht. Starting turn 5, the French player rolls to see if Victor arrives. Okay. He appears on a 5 plus on a 1d6. Fail, try again next turn. Before rolling, the French player may expend any fate card from his hand and at one to his die roll. The rest of Victor's command will arrive the next turn without a die required. Gut. Schmeiß die Karte ab. Also brauchst du eine 4. Upp, bada, upp, bada, bada. Ha! Merde! Okay, schade nochmal gerade. Das wäre schön gewesen. Okay, zu folgen ist nichts. Weil die zweite Artillerie schießt nicht so weit. Ne? Meine traurige eine Artillerie da nicht. Puh, das sind ganz schön wenig Truppen für ganz schön viele Verteidiger, wenn ich das so sagen darf. Ich komme, um dich zu holen. Ja. Die zuerst. Ja. Du weißt, dass du. Stimmt, ich darf da nicht durch. Ich darf da nicht durch. Richtig, das ist mein, wollte ich gerade sagen. Denk an das durchbringen. Okay, das heißt, die zuerst hier, die. Also die automatisch dann, ja?
Dann meine Runde 5. Ich schaue mal gerade, was ich hier für eine Karte gezogen habe. Dann beginne ich erstmal mit der Feuerphase. Die Artillerie schießt auf die Kolonne. Einmal auf die 2, ne? Wie gehabt. Weil Kolonne ist die Artillerie. Kolonne, ja. Ist dann so. Treffer. Den Treffer muss ich einkalkulieren jede Runde. Ja. Zack. Sehr prima. So, dann kommt Aktivierung. Ich beginne mit dieser Brigade. Ja. Also die geht automatisch. Ich habe allerdings einen Fehler gemacht, dass ich die zu weit weg habe. Das heißt, für die muss ich die Husaren. Das ist aber kein Problem, weil das sind Husaren. Das sind Husaren und die haben diesen. Die haben ein Funkgerät dabei. Ja, nee. Die zählen als Scouts. Ja. Und Scout bedeutet, dass ich ein plus 2 zu dem Wurf kriege. Ja, gut, macht das Sinn. Die sind es ja gewohnt. Ja, so. Genau. Ja. Also einmal auf die 2. Ja. Da. Da liegt sie. Ha! Wie bestellt. Super. Runde 6. Erstmal fehlt Cactus. Genau. Reserve. Ja. Ja. Gut, dass du die Halle gespielt hast. Ja. Ja, der ist jetzt erwartet. Muss, ne? Wenn dann muss es jetzt passieren. Also in dieser Runde kommt dann. Hervorragend. Und zwar, es kommt aber erstmal nur eine von den beiden Brigaden und die andere kommt dann in der Runde drauf. Aber für die andere muss ich nicht mehr würfeln, ne? Nein, nein. Das ist mir das Wichtige. Und zwar kommt jetzt die Brigade. Wieso? Wenn dann richtig, ne? Natürlich. Das war alles. Gut, dann bin ich dran, ne? Ja. Gut, Runde 6. Ich verzichte auf meine Verstärkung. Wer hätte das gedacht? Sehr gut. Dann feuere ich mal. Ja, aber ich muss leider dir gestehen, dass du dich in dieser Runde leider nicht automatisch aktivieren kannst. Oh, wie nett. Ja. Stärkung. Ich feuere ja sowieso erstmal. Ja, aber das muss ich am Anfang der Runde spielen. Okay, dann wäre das schon mal gut zu wissen. Dann ist das halt so. So, die schießen hier.
Und zwar volles Fund. Volles Fund, natürlich, weil wir es können. Dreimal auf die vier. Ja, und die können auch unterstützen, ne? Nee, weil du auf die feuerst. Die müssen auf die feuern und die feuern auf die. Ja, okay, gut. Ne? So. Also ich beginne mal mit der Linie. Ja. Dreimal auf die vier. Mhm. Zwei Treffer. Ja, die nehmen wir doch. Schon mal gut. Dann die in der Ortschaft. Einmal auf die vier, auf die Kolonne hier. Oh, ja. Mhm. Läuft ja schon mal gut. Ja, ja. Das ist ja schon mal richtig in die Fresse hier. So, so. Ja, ja. Gut, dann Aktivierung. Ich aktiviere ihn hier. Ich muss würfeln, weil ich nicht automatisch aktivieren darf. Oh, da lagst du fast. Ja, ne? Okay, dann lagst du fast. Aber nur fast. Okay, dann habe ich noch die Garnison, also die Zentralbrigade, die bleibt mal in Stellung. Nein, komm raus. Nee, bleib nicht stehen, der Feind ist fast geschlagen. Aber nur fast. Okay, bist du fertig? Halt, der Befehlshaber noch. Nicht, dass ich den 24. Hast du eine Karte genommen am Anfang der Runde? Habe ich eine genommen? Ich glaube, ja. Wie viel müsste ich denn haben? Ich warte noch, dass du gleich Hand spielst, weil du übrigens keine Karte mehr sonst hast. Wir haben jetzt Runde 6, ne? Ja. Das heißt, eine habe ich gespielt, nee, da habe ich gar keine genommen. Eine habe ich ausgespielt, ja. Vier habe ich auf der Hand. Dann fehlt was. Dann fehlt eine Karte, ne? Okay. Oh, die hätte alles geändert. Alles nochmal zurück. Genau, ich muss nochmal von vorne anfangen. Nein, Quatsch. Das ist ein kurzer Wurf. Okay. Ich nehme an, ich darf schon? Ja, Runde 7. Okay. Das heißt, der Rest von meinen Stärken kommt jetzt. Ja, jetzt wird erstmal geschossen. Nee. Achso, erstmal eine Karte ziehen, genau. Zieh die Karte. Richtig. Dann guck ich, was die Karte für mich. Karten? Aha, das ist schön. So. Das ist immer schön, ne? Die Karten sind eigentlich immer schön. Das ist immer schön. Dann wird jetzt geballert, genau. So, das heißt, wir haben hier ein bisschen Plänkelfeuer. Mhm. Ich muss mit den beiden zusammen da drauf schießen. Aber nicht unbedingt. Weil. Ach, die sind jetzt näher ran. 10 und die sind weiter weg, wobei die müssen auch die schießen. Also gut, den kann ich mir schenken hier. Ja, genau, den kannst du dir schenken. Aber den mache ich, ne? Den kannst du machen mit. Und die sehe ich nicht, genau. Ein Würfel auf die 4. Richtig. Und hier hast du natürlich jetzt auch noch jede Menge Feuer. Volle Pulle. Das heißt, die beiden schießen auf die. Da vorne, ja, genau. Zweimal auf die 4. Zweimal auf die 4 nur? Ja, du hast, du bist in Kolonne, das heißt, du hast eh nur einen Würfel pro Einheit. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Das heißt, ich kann auch Plänkelfeuer machen. Kannst auch Plänkelfeuer machen. Genau, gar keinen Unterschied machen. Nee, okay, dann mache ich Plänkelfeuer. Genau. Einen Treffer zumindest. Und dann hast du dann der andere Schuss. Einen Schuss auf die Linie direkt vor mir, ne? Genau, einmal auf die Linie. Nö. Großartig. Gut, das war der Feuer. Hervorragend. Kannst du jetzt aktivieren. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich weiß. Nicht. Nicht. Okay, Formationsänderung nur im Marsch, ne? Genau, Formationsveränderung ist nur im Marsch. Also du kannst einen Zug machen und eine Formationsänderung. Genau. Beim Assault Move geht es nicht. Ja, genau. Mhm. Welche Brigade willst du denn automatisch aktivieren? Die da hinten. Hier? Ja, die müssen nach vorne. Ja, alles andere ist butterweich.
Ja, gut, dann vorwärts Marsch. Von der 8, ne? En avant Marsch. Ja. Okay, die Herrschaften, ja, die auch einen Bewegungsbefehl geben. Jawohl. Nein! Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay, gut. Dann haben wir die hier. Die brauchen auch einen Bewegungsbefehl. Mit 4 ist das aber kein Problem. Okay, das ist eine Bewegungsphase. Nahkämpfe fallen wie immer aus. Dann bin ich dran, ne? Oh je. Erstmal ziehe ich jetzt die Karte. Ja. Wo ist wieder vergessen. Ich habe jetzt so viele Karten auf der Hand. Müssen wir mal irgendwas spielen, ne? Nee, lass mal. Und darf ich diese Spiele übrigens immer vorausmessen? Gentlemen dürfen sowieso immer messen, habe ich gehört. Ja? Ja. Okay, ich spiele diese Karte hier, die 9. Das ist Surprise Attack. Mhm. Ich darf eine Einheit erst bewegen und dann nochmal. Ja, warte mal. Play this card in your fate phase at the end of or at the end of the of a melee phase. Pick one friendly unit. That unit can carry out one move in that phase. Also in der Schicksal in der fate phase ziehe ich die Kavallerie. Ja. Ne? Aber kann ich die irgendwie stechen oder was? Nee. 12. Nein. Ja. Gut, das ist dann halt einfach so. Ja, ne? Kann man nichts machen. Ja, das ist dein Schicksal. Ich sag ja, dass ich keine Kavallerie mehr habe, es rächt sich einfach. Ja. So, dann kommt jetzt Feuer, ne? Ja. Ich beginne mal oh. Da hinten. Jetzt wird es ein bisschen hässlich. Richtig. Also, die Einheit unterstützt durch die Einheit, schießt auf die Kolonne. Mhm. Das ist 4 mal die 4, ne? Mhm. Also 3 für die Einheit plus 1 Unterstützung. Support, ne? Ein Treffer. Nehme ich? Ja, und da kannst du mit leben, oder? Da kann ich gut mit leben. Ja, denke ich. Oh. So, dann haben wir hier. Das war auch volle Pulle geschossen, oder? Ja, Tor war volle Pulle geschossen. Okay. Zumindest von der einen Einheit. Die andere Einheit hätte auch plänkeln können, aber ist egal. Ich will da jetzt eher angreifen. So, die Einheit muss auf die schießen hier. Dreimal auf die 4. Mhm. 3 Treffer. Das heißt, Moraltest. Ein Moraltest auf die 3, weil es in der Feuerphase passiert. Ja, kannst du haben, geschafft. Okay. Aber ein Punkt für den Brigadegeneral. Ja, genau. So, dann die in der Ortschaft. Ja, irre, so kann sich innerhalb von anderthalb Runden die komplette Lage da drüben ändern. Ne? Von ich überrenne dich im Aufmarsch bis hin zu halt dann doch nicht. Die Plänkler schießen auf die Kolonne. Ja. Einmal auf die 4. Ja. Und ja. So. Dann schießt die Linie hier, also als die kann auch schießen komplett, weil du innerhalb von 8 Zoll bist. Mhm. Dreimal auf die 4. 4, genau. Wobei, warte mal. Die Artillerie ist hier innerhalb von 8. Ja, aber die muss wahrscheinlich hier hinschießen, oder? Das sind 10, das sind. Ne, das sind weniger. Weniger. Dann unterstützt die Artillerie. Moment, dann macht dann. Und schießt doch eher die Artillerie, oder? Nee, die Artillerie. Die hätte nur einen Würfel. Ja. Mhm. Dann schießt,
die Artillerie unterstützt. Ne? Das heißt, ich schieße viermal auf die vier. Ja. Ein Treffer. Ui. Ist okay, kann man machen. Ja, ne? Kannst du mitleben. So, dann haben wir da hinten noch. So, ja, so knallt, genau. Ich schieße auf die Linie mit einem Würfel, unterstützt von denen und von denen. Sicherlich auch von denen. Dreimal auf die vier, ne? Mhm. Auch ein Treffer. So, das war mein okay. Ganzes das Feuer, ne? War gar nicht so verheerend. Naja. Nee. Ja, was? Ja, nee, ja, ja, ja. Ich wollte es nicht kleinreden, aber ich habe es schlimmer erwartet. Okay. Ja gut, dann... dann kommt jetzt meine... Bewegungsaktion. Bewegungsaktion, genau. So. Nehmen wir an, hier passiert sonst nichts. Nö, sonst bin ich da recht zufrieden. Ja. Dann machen wir jetzt mal den Nahkampf, würde ich sagen. Oha. Und zwar beginnt auf dem Flügel. Du hast da die Kolonne. Ja. Die hat Melee 4, Kolonne 5. Ja. Das war's. Fünfmal auf die 4. Okay. Ich habe 6000 mal auf 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe eine große Einheit, die hat 5 Melee. Ja. Und dann habe ich noch 2 Unterstützung, ja. Sind 7. Und ich habe also 7 mal auf die 3, weil ich noch frisch bin. Na dann, leg mal los. 5, 6, 7. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Treffer. Okay. So, ich habe 5 mal auf die 4. 5 mal auf die 4, ja. Du hast 5 Treffer, die merken wir uns mal. Genau. Jetzt noch 4. 2 Treffer. Nur 2, oje. Das heißt, du hast jetzt... Kommen 5 Treffer, das heißt, ich mache irgendwie 2 Moralchecks. Moralchecks, ne? Ja, genau. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Situation und ich würfel eine 3 und eine 6. Ja, das reicht nicht. Und das reicht nicht. Ne? Das heißt, der ist... Die Einheit ist kaputt. Ja, das ist natürlich sehr dauerlich. Der Chef kriegt, zwei Punkte, ist damit auch angeschlagen. Ja, hervorragend. So, ja, das war schon mal gut. Ja. So, jetzt haben wir hier noch den Kampf. Mhm. Da hast du fünfmal auf die 5, weil du angeschlagen bist. Hier für die Einheit plus 1 für die Unterstützung. Ne? Achso, das stimmt nicht. Nee, sogar 6 mal. Also 4, Kolonne 5, Unterstützung 6. 6 mal auf die 5. Willst du schon mal anfangen? Ja. Ein Stopp. Okay. Ich möchte gerne die Karte mit der Nummer 6 spielen und alle misslungene Trefferwürfe wiederholen. Okay. Fünf Stück. Nee, du hast auf die 5 gewürfelt. Ich habe auf die 5 gewürfelt? Ja. Verflucht noch eins. Du musst die beiden Plätze überholen. Ja. 4 Treffer. 4 Stück. Immerhin. Das ist doch schon ziemlich geschmeidig. Das ist doch schlecht, okay. Ja. Also 4. Gut, ich habe 4, 5 mal auf die 4. Mhm. Ne? Drei Treffer. Warte mal. Wie viele Treffer hast du dir gemacht? 4, ne? 4. Du bräuchtest noch eine 6. Also die Karte Nummer 6, suchst du. Ja, genau, eine 6 war das, ne? Mhm. Hab ich. Ja, die 6. Das heißt, ich kann die beiden wiederholen. Mhm. Ne? Auf die 4, ne? Ja. Ah, unentschieden.
Passt genau. Ja, damit habe ich ja gewonnen. Ne? Das heißt, du hast 4 Treffer, ich habe 4 Treffer. Du hast 4 Moraltests? Ja. Ne? Okay. Aber damit ist da schon relativ schnell Feierabend. Ne? Du hast die vernichtet. Das heißt, du musst einen Wellertest machen mit deinem Regalkommando. Einmal auf die 4. Ja, geschafft. Okay. Gott sei Dank. So, und ich. Du hattest mir auch 4 Treffer gemacht. Ja. Das heißt, ich muss auch einen Wellertest machen. Auf die 2, weil ich den Nahkampf gewonnen habe. Mhm. Ja. Ja. So. Der Brigadekommandeur von mir kriegt auch schon mal eine 1. Mhm. Das ist drin. Einmal auf die 2. Ja, so. Hält. Dann okay. Haben wir da noch den Kavallerieangriff. Ja, der ist nicht so schön. Du hast vier, mhm. Du wirst allerdings flankiert, also wirst du halbiert auf 2. Ja. Du kriegst ein plus 1, weil du frisch bist, aber minus 1, weil du flankiert wirst, also 2-mal auf die 4. Hm, zwei, 2 Stück. Genau. Und ich habe 4, Kolonne 5, bin frisch. Also auf die 3 und flankiere dich also auf die 2. 5 mal auf die 2. Mhm. Fünf mal scharf. Okay, ich mache Moraltest. Ja. Nicht geschafft. Okay. So, das heißt. Er kriegt 2 obendrauf. Das heißt, er kriegt also, er macht noch einen Wellertest. Genau. Auf die 4. Ja, geschafft. Okay. Bräuchte einen Pfeifenputzer und eine 3, nehme ich an. Jawohl, so ist es. Sekunde, 3 und 5 Messer. Und ich kriege 2 Treffer. Dann machen wir noch eine Runde, ja? Ja, klar. Klar. Das war aber Fußartillerie, ne? Mhm. Die damit fährt. Mhm. Recht, hätte hier irgendwo gestanden. Feldphase. Genau. Gerade hast du gezogen, ne? Ja. Ich möchte gerne auf diese Brigade Vive l'Empereur spielen. Jawohl. Und den 6 zur Bewegungsdistanz hinzufügen. 4. 4, genau. Ja, ja, ja. Mal ein Dritter abziehen, ne? Vollkommen richtig. Okay. Schussphase. Mhm. Die Schussphase. Dann beginnen wir doch mal ganz einfach. Ja. Von hier nach da. So, wir haben auf jeden Fall hier was passieren muss. Genau, die schießen auf die. Die schießen eine volle Kanne. Einmal. Nee, achso, sind die 8 weg? Genau, 8. Dann sind sie, können sie 3-mal auf die 4 schießen. Zwei Treffer. Immerhin 2 Treffer, ja. Jawohl. So. Läuft auch. Dann muss die Artillerie hier drauf schießen, als das nächste Ziel ist. Genau. Die Frage ist, ist es für die genau dasselbe? Ja, ist es genau dasselbe wie die. Das heißt, du schießt 2-mal auf die 4. 2-mal auf die 4. 2 Treffer. Einer bleibt stehen, ja. Genau. Sehr gut. Okay, und dann feuern die auf die. Ja. Das war volle Kanne. Ja gut, einmal. Du da, kannst du noch unterstützen mit denen, ne? Genau, die beiden meinte ich. Achso, ja, 2-mal auf die 4. Mhm. 2 Treffer. Also einer. Aha. Geht doch. So, dann haben wir noch die letzte Kolonne, die auf die Linie schießen kann. Einmal auf die 4. Boah, Treffer. Das heißt, ich muss einen Moralcheck machen. Ja, das ist genau das Richtige. Einmal auf die 3, weil es in der Feuerphase passiert. Yep. Hervorragend. Moment, ich könnte jetzt eine Karte spielen. Mache ich aber nicht. Das kannst du mir ruhig mal gönnen. Ne? Das heißt, das wird auch jetzt 2 oder wird es 3? 2. Die verlieren den angeschlagen. Genau. Plus 2. Hm? Richtig. Hervorragend. Okay, jetzt war die Schussphase. Ich glaube, vergessen habe ich nichts. Dann kommt jetzt die. Und jetzt die Aktivierungsphase. Jawohl. In der Aktivierungsphase würde ich recht gerne mal die Generäle des Kaisers spielen. Das heißt? Zwei Brigaden aktivieren sich automatisch. Jawohl. Also die ersten beiden. Mhm.
Gut, dann kommen Nahkämpfe. Dann kommen jetzt Nahkämpfe. Wo willst du anfangen? Wir fangen hier an. Also du kreist praktisch mit deinem Händler meine Linie an. Genau. Korrekt? Genau. Dann hast du 4, bist frisch, ne? Ja. Und hast 3 Unterstützung, ne? Ja. Das heißt, du hast 7 mal auf die 3. Ja, das klingt gut. Okay. Sind 5 Treffer. 5 Treffer, genau. Gut, ich habe... Das sind 4, ne? Also 4. Dann habe ich hier eine Batterie als Unterstützung. Die gibt, glaube ich, sogar 2 dazu, weil sie in KT schon mal. Die beiden haben einen richtigen Schuss raus, ne? Genau, die gibt statt 1 Support, geben ihnen 2 Support. Mhm. Das heißt, dann bin ich bei 6. Dann habe ich hier noch, na, die im Ort unterstützen nicht, aber die geben noch Support, die da drin stehen. Da habe ich auch 7, ne? Okay. 7 mal auf die 4. Ja. Wie viel hast du denn gemacht? 5. Oh, super. 1, 2, 3. Hervorragend. Na toll. Gut, das heißt... Du machst einen Moralwurf. Ich mache einen Moralwurf, genau, auf die 4, ne? Jo. Ja, okay. Gut. So, dann... Und dann haben wir die Herren in der Stadt. Genau. Da hast du... Ich habe 4 mit denen normalerweise. Kolonne 5. Und wie viele Supports hast du? 2. 2 Supports. 2. Mhm. Dann hast du 7 mal auf die 4. Genau, ich nicht frisch bin. 7 mal auf die 4. Und der erste Treffer wird mitigiert. Boah. Das sind 6 Treffer und 5 Treffer wieder. Ja, also du kannst nicht mehr gar nicht. Na, Kampf geht. Ja, ich habe... Oh, ich habe 5 mal auf die 4. 2, 4, 5. Zwei Treffer. Okay. Nehme ich hin. Ja, dann bist du bei 3, ne? Ja. Und ich bin bei 4 und dann habe ich noch 2 Moralchecks, wenn ich das richtig sehe. Das ist korrekt. Da läuft doch, oder? Ja, ist ja der Sturm, das geht schon. Und er bekommt eine 3, ne? Ja, erstmal. Ja, erstmal, genau, erstmal. 2. 2 mal auf die 4. Mhm. Ja, klar. Das ist halt. Nein. Hast du irgendwas zum Wiederholen? Weil das ist ja jetzt wichtig, weil ich nehme die Stadt. Dann nimmst du halt die Stadt, dann ist das so. Ach so. Aber ich bin ja auch nochmal dran. Ja, das wird ja keinen Unterschied mehr machen. Das glaube ich schon, dass das nochmal Unterschied machen wird. Du bist ja gebunden. Da unten, irgendwo. Ja, die schenke ich dir auch noch. Warte mal, lass mich das erstmal jetzt hier weg. Ja, hier ist noch eine Base von der Einheit. Ach, die hatte noch eine. Hatte die 5 Bases? Hier stand eine Base. Hier stand ein Würfel. Da habe ich noch einen Würfel. Dann schmeißt du den Würfel hinterher. Ja. Nee, läuft nicht. Ja, nee. Dann nehme ich jetzt hier schon mal die Siedlung, wenn du nichts dagegen hast. Ja, habe ich zwar was dagegen, aber ich kann es ja nicht verhindern. Okay. Im Augenblick. Gezacke. So. Wieso, du hast 2-3, ne? Ja. Nicht bei 4. So, jetzt. Das heißt, er bekommt noch 2 oben drauf. Das heißt. Er muss einen Moraltest machen? Er muss einen Moraltest machen, genau. Oh. Ja. Naja. Er kann ja nicht nur Pech haben, oder? Alles unter Kontrolle. So, das heißt, wie viele Einheiten hat er denn noch? Der hat noch 1, 2, 3, 4. Ach, die gehören auch dazu, ja. 4, dann kriege ich plus 1. Das heißt, einmal auf die 3. Ja, was soll da schief gehen? Also irgendwie, aber zum Glück habe ich dafür... Hast du was noch wiederholen? Nee, ich nichts wiederholen, ich habe eine Karte. Achso, der besteht automatisch. Darf ich das noch machen? Hier, die spielen können... Ich habe gedacht, das wäre beim Fortitude-Test, das ist aber beim Bella-Test. Was wäre denn passiert? Die hätte... Ich habe ja einen Würfelwurf vergeigt mit der Einheit und da hätte ich die Karte spielen können. Medals and Pensions, play this card after an Austrian unit fails a Valor test. Mm-hmm. Change the failed test to a successful test. In addition, add 1-2 Valor tests for Austrian units for the rest of the turn. Das heißt, ich hätte... Okay, die würden dann noch stehen? Ja, genau, die stehen dann noch. Na gut. Okay. Ich hatte gedacht, das wäre Fortitude. Aber das gestehst du mir zu, oder? Ja, klar.
haben die den Test bestanden. Und stell dich da rein mit einem Haufen zusammengeschossener Landwehr. Nee, nicht Landwehr. So, dann stehen die da noch drin. Dann ist die Karte weg. Schön. Genau, dann ist er trotzdem bei 3? Der ist trotzdem bei 3. Weil er bei dir angeschlagen ist. Aber er geht nicht auf 4. Ja, genau, er muss keinen Test machen. Er muss keinen Test machen. Keiner flieht. Genau. Richtig. Du verlierst das Gefecht nicht. Alles gut. Genau, das ist, also ich halte noch mit letzter Kraft stand. Hm, verstehe. Ja, schmeiße ich die nächste Runde raus. Du willst noch ein bisschen bleiben, ne? Ja, du bist ja nochmal dran. Ja. Wir haben ja auch eine Nahkampfphase. Das stimmt. Das ist richtig. Okay. Gut. Ich glaube, das war der komplette Nahkampf. Das war, glaube ich, meine letzte Runde. Jawohl. Dann kommt jetzt meine letzte Runde. Ein Kärtchen ziehen. Genau, erstmal Feuer. Richtig. Wo haben wir denn was? Hier war, hatten wir gesagt, sind wir mal von 8. Ja, genau. Das heißt, ich schieße dreimal auf die 4. Jawohl. Da kann bestimmt irgendwas unterstützen, ne? Ja, die Plänkler können unterstützen. Viermal auf die 4. Und die da ganz sicher, die dürfen nicht, weil das ist die nächste Einheit. Ja, genau. Aber die Plänkler können unterstützen. Viermal auf die 4. Einer. Ja, das ist echt. Reicht aber. Genau, da muss ein Bellertest. Ich muss einen Bellertest mit dem Offizier machen. Ja, genau. Einmal auf die 4. Na, wisst ihr, klappt nicht immer. Ich habe leider keine 8 Übrigenskarte mehr auf der Hand. Ja. So. Genau. Ist aber okay, wenn man sich Grenzeneinheiten einzeln runterschießen müsste, ja, würde man nie Bewegung ins Gefecht bekommen. Das ist wahr. Außerdem wollen die ja morgen und übermorgen auch noch hungern und kämpfen und zelten und frieren und marschieren und was man so alles macht. Okay. So ja, das ist ja, man ist ja oft dazu verleitet, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Ja. Was ja leider totaler Käse ist. Zum Glück totaler Käse. Richtig. So, dann schießt die Artillerie ja auf die Plänkler, die hier hinten unterstützen. Frechheit. Ja, ja. 17 Würfel auf die 1 oder sowas. Nee, das zweimal auf die 3. Wobei den ersten kannst du ignorieren. Ja, das mache ich gern. Und die aus der Ortschaft unterstützen, also okay, noch ein, dreimal auf die 3. Zwei Treffer, das also eine. Einer, ja. Genau. Okay, machen wir so. Das ist kein Problem, oder? Mhm. Kann ich mitlegen. Denke ich. Ja, ja, ich lege doch mal an die Plänkler ran. Ah, die Plänkler, sorry, ja. Nur den Vollständigkeit. Natürlich. So, dann haben wir hier. Schlimme Dinge. Genau. So. Diese Linie hier schießt flankierend auf deine Kolonne. Und die unterstützen, ja, unterstützen als Plänkler. Und die Artillerie unterstützt natürlich auch. Mit, glaub, 2 Punkten, weil sie in kartischen Reichweite ist. Aua. Klingt sinnvoll, ja. Okay, das heißt, dann haben wir 3, 4, 5, 6 Flankenfeuer plus 1, also 6 mal auf die 3. Mhm. Das findest du okay, so, ja? Das finde ich super. Das finde ich perfekt gerade. Oh, guck mal, was der Würfel. Nur 2 Treffer hier. Ja. Naja, okay. Aber es reicht, dass ich einen Fortitude-Test machen muss. Das stimmt. Aber gut, wenn man sich da natürlich mit seiner Brigade hinstellt und 2 Stunden lang gar nichts macht, ja, dann schafft man den Test natürlich trotzdem. Weil ich glaube, die nehmen einfach nicht mehr am Spiel teil. Ja. Die sitzen da einfach und sagen, wir haben uns keine Lust mehr, das ist uns alles egal. Sieht so aus, ne? Ja, macht ein bisschen den Eindruck. Ja. Okay, Schussphase beendet. Ja. Okay. Dann aktivier mal.
So, da kommen die Nahkämpfe. Ja. Ich beginne mal hier mit diesem glorreichen Nahkampf. Oh je. Du hast 4 Kolonne 5, ja. Einen Support, ne? Ja. 6 mal auf die 5, weil du angeschlagen bist. Ja. 6 mal auf die 5. Halt, ich möchte den Support nicht nehmen. Kann ich mir das aussuchen? Weil die können auch die unterstützen. Oder? Ja, zu welcher Brigade gehören die? Gehören die alle zur selben Brigade? Nein, das ist der Rest von der Brigade, die beiden Einheiten hier. Also du kannst ja nur Einheiten aus der Brigade. Das ist eine Brigade. Ja, okay. Und das ist da alles, was von der Brigade über ist. Achso, dann können die auch keinen Support geben. Das geht gar nicht. Du kannst nicht nach fremden Brigade. Ja, dann ist alles richtig. Also was habe ich dann hast hier, du, ne? Nee, 5. 5, weil ich in Kolonne bin. 5 mal auf die 5. Kein Problem. Ein Treffer. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, und ich habe 5, weil das eine große Einheit ist. 6, 7, 8. 8 mal auf die 3, weil ich noch frisch bin. Das klingt ziemlich hässlich. Ja. Das ist gut, ne? Ja. Ja, doch schon. Aber irgendwie nicht. Das heißt, 6 Treffer. Das heißt, du machst mal 6 Moralchecks. Kein Problem, komm her. 6 mal auf die 4. Nicht leichter als das. Ne. Ja. Das wäre jetzt auch ein bisschen. So, und dann ist die Brigade weg. Dann ist sie weg, weil keine Einheiten mehr hat. Jetzt habe ich schon 2 Brigaden verloren. Genau. Aber meine Armee-Moral ist da trotzdem nicht. Armee-Moral gibt es ja nicht. Gibt es ja nicht, stimmt. Das gibt mir jetzt einen Punkt einfach. Ja, einen Siegpunkt. Kannst du gerne behalten. Danke, und jetzt kommt der letzte entscheidende Nahkampf. Ne? Ja, reißen wir den Arsch auf. Warte mal. Ja, ich muss mal gucken, was ich hier noch habe. Ja. Genau. Ich spiele Vater Radetzky. Mhm. Das ist die Karte hier. Ja. Play this card in the melee phase. Add 1 to the melee attack value of Austrian infantry units that phase. Also ist egal. Geschenkt. Geschenkt, genau. Das heißt, ich habe dort 5. Ja. Garnison 6. Plus 1, 7. Wieso plus 1? Weil es eine große Einheit ist. Hatte ich ja schon berechnet. Also 5, 6. Support habe ich nicht. Bleib dabei. Ja, okay. 6 mal auf. Und dann habe ich Radetzky. So, da habe ich 7. Ne, sag ich doch. Stimmt, hast recht. Mein Fehler. 7 mal auf die. 4, ne? 4, genau. Das sind 1, 2, 3. Naja. Das ist ganz hervorragend. Das ist nicht so gut. Das ist super gut. So, ich habe 5 plus 2 Supports, ne? 7 mal auf die 4, ja. 4. Minus 1. Minus 1 sind 3, ist unentschieden. Das heißt, ich gewinne. Das heißt, du gewinnst. Wie viel Treffer haben wir jeder gemacht? Jeder 3, ne? Ich mache 2 Moraltests. Ja, genau. Nein, wie viel schafft. Und ich mache einen Moraltest. Genau, muss dann hier aber keinen machen, weil er jetzt nur auf 3 geht. Genau, ich mache einen Moraltest auf die 2, weil ich gewonnen habe. Ja, okay. Das war's. Gut, damit steht das Gefecht. Ja. Wollen wir kurz die Punkte zählen oder nicht? Ich habe um 2, 3, 4. Nee, gar nicht. Nein, 1. 1, 2. 2, weil du eine Brigade vernichtet hast. Du hast 1, 2, 3. Die Brigade 4, 5. Und die Brigade 6, 7. 7, ja. Mehr als deutlich. Ja. Schön. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Hat mir gut gefallen. Doch. Also die Beweglichkeit und dass man sich auch jetzt nicht auf Gedeih und Verderb irgendwo festsetzt und immer nur tot schießt. Hm. Doch, das gefällt mir. Ja. Am Ende habe ich dich mit meiner Masse erdrückt. Nee, am Ende hast du nur gewonnen, weil du diese eine Karte hattest. Diese. Hättest du die Karte nicht gehabt, hättest du die Schlacht verloren. Meinst du? Ja. Weil ich hätte 1, 2, 3, den Brigadegeneral, 4, 5 gehabt. Den Brigadegeneral? Ja gut, der muss ja erst noch würfeln. Nee, du hattest ja schon alles gewürfelt, der war ja schon weg. Ach so, stimmt. Ne? Ja, hätte ich 5 Punkte gehabt? Ja. Und du nur 1, 2, 3. Ja, das war die Karte. Nee, das wäre unentschieden gewesen, weil du ja noch 2 Punkte für die Verstärkung gehabt hättest. Ja, okay. Gut, wobei ich natürlich noch die. Ja, okay. Hätte, wäre, könnte, spielt keine Rolle. Ja. Aber schöne Schlacht. Ja, fand ich auch. Schön. Stimmt, hast recht. Dann wäre es unentschieden gewesen. Ja. Puh. Ja, gut, ein Sieg ist. Da muss die Verstärkung schon extrem früh kommen und man einmal richtig durchmarschieren. Ne? Das ist schon schwierig. Wir haben jetzt, sag mal, minus Zigarettenpause, haben wir
zwei knapp zweieinhalb Stunden gespielt.